Perspektiven für den Osten Deutschlands, so lautet das Thema des CDU-Kongresses hier in Dresden bei den EADS Elbe Flugzeugwerken. Grund genug für CDU-TV, sich mit den drei ostdeutschen CDU-Ministerpräsidenten zu treffen. Und hier sehen Sie jetzt die Ausschnitte der Interviews. Herr Ministerpräsident, wir stehen jetzt vor einem Flugzeug, deshalb die Frage, hat der Osten seit 1990 abgehoben? Also im wörtlichen Sinne nicht, aber in der Entwicklung auf jeden Fall. Hier ist wahnsinnig viel passiert. Die Landschaft ist wunderschön anzuschauen. Die Kulturlandschaft hat sich regeneriert, hat sich erweitert. Wir haben tolle Infrastruktur, mit die modernste in Europa. Wir haben jetzt leidenschaftlich viel getan für den Mittelstand, für die Wirtschaft. Wir haben sehr gute Bildungsvoraussetzungen und Bildungsbedingungen, gute Hochschulen. Und was vor allen Dingen wichtig ist, die Lebensleistung der Menschen lohnt sich jetzt wieder und wird nicht wie 40 Jahre vorher bestraft. Welchen Beitrag hat die CDU geleistet dazu? Also zum einen muss man wirklich sagen, als im Jahr 89 die Chance war, auf die Einheit zuzugehen, hat die CDU diese Chance ergriffen, hat den Menschen Mut gemacht, hat ihnen auch gesagt, wir schaffen das, hat nicht die vielen Probleme so weit diskutiert, dass am Ende die Chancen aus dem Blick geraten sind. Und zweitens wurde in den ersten Jahren sehr viel dafür getan, dass die Lebensadern sich ausgebildet haben, Infrastruktur, dass die Wirtschaft sich erneuern konnte. Ein schwieriger Weg, auch ein zum Teil leidvoller Weg. Und sie hat drittens dafür Sorge getragen, dass sehr weitsichtig agiert worden ist. Ich denke nur an das Verkehrswegegesetz, das ja wirklich diese Innovation erst möglich gemacht hat. Herr Ministerpräsident, 18 Jahre deutsche Einheit. Was wurde in diesen 18 Jahren erreicht? Sehr viel, aber nicht so viel, dass alle Menschen schon zufrieden werden. Auch das muss man sagen. Wir haben ja einen ganz schwierigen wirtschaftlichen Transformationsprozess hinter uns und haben noch lange nicht so viele Arbeitsplätze, wie wir bräuchten, um mit dem sozialen Problem der Arbeitslosigkeit richtig fertig zu werden. Wir haben auch einen mentalen Transformationsprozess hinter uns. Unsere Bevölkerung hier in den neuen Bundesländern musste sich ja nicht nur an den neuen Rechtsrahmen mit neuen Einzelgesetzen gewöhnen, sondern musste manche Begriffsinhalte auch ändern und korrigieren und auch lernen, mit der neuen gewonnenen Freiheit umzugehen und den Staat, den wir alle nicht mehr wollten, jetzt nachträglich als besonders fürsorglich zu betrachten, das ist einfach eine Vergangenheitsaufarbeitung, mit der wir uns auch noch auseinandersetzen müssen. Das heißt, wir haben schon noch ein paar Probleme. Ja, die neuen Länder haben von null wieder begonnen 1990, haben eine Wirtschaft aufgebaut, einen Mittelstand aufgebaut und heute haben wir die niedrigste Arbeitslosenquote seit dem Jahre 1990. Wir haben Hidden Champions, das heißt Weltmarktführer in Sachsen, 17 allein schon. Das ist ein Erfolg, der letztendlich auf den Fleiß der Menschen zurückgeht. Welche Herausforderungen haben Sie jetzt vor sich? Ja, ich glaube, der Wettbewerb wird immer härter. Die Globalisierung ist ja nicht eine Entwicklung der heutigen Zeit, sondern wir müssen uns im Wettbewerb mit Polen, Tschechien, den USA, aber auch natürlich mit den Regionen in der Bundesrepublik Deutschland stellen. Das mussten wir schon, aber der härtere Wettbewerb fordert uns natürlich immer zu mehr Innovationen und letztendlich zur besseren Leistungsfähigkeit.